Hallihallo zu einem neuen Video von Forza Horizon 5 und ja, ich habe schon Zielort angegeben und wir fahren mit diesem schönen Ford Escort, muss das sein, ein Ford Escort aus dem Jahre 1977, glaube ich. Also aus den 70ern auf jeden Fall. Und ja, es wird so eine Rallye. Ja. So ein bisschen Offroad, kein Querfeld ein, sondern richtig so Offroad, also so, ja, so Rallye. Unbefestigte Straße. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, und was gibt da noch großartig zu erzählen darüber? Keine Ahnung, ich habe das Rennen schon mal gefahren. Gespielt wollte ich sagen, gefahren. Rechts abbiegen. Oder diese Meisterschaft, sagen wir mal so. Und da hatte ich nur, ja, so wie ich das eigentlich gerne mache, Standardleistung, aber halt Bremsen und Reifen dafür besser. Und ja, das hat so nichts geklappt, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, jetzt habe ich meinen Wagen oder den Wagen hier ein bisschen umgestellt, umgebastelt, umgebaut, wie man das nennen möchte. Und zwar habe ich hier jetzt drauf, das sieht man jetzt nicht, ne, von so auch nicht, aber ich habe jetzt keine Offroad-Reifen drauf, sondern Geländereifen drauf. Ja, habe ich gedacht, ist vielleicht ein bisschen besser, wenn das unbefestigt ist, dass ich ein bisschen, oder dass man ein bisschen, ja, grobstolligeres Profil hat als so, ja, Straßen Reifen oder Rennreifen drauf hat, obwohl die auf Offroad gar nicht mal so verkehrt sind. In 400 Metern rechts. Oder nicht gar nicht, oder nicht so schlecht sind so. Und ja, die habe ich eingebaut. Schmalere Reifen vorne drauf. Hat ja Heckantrieb der Wagen. Und ja. Ich weiß gar nicht, was noch, damit ich zumindest mehr Motorleistung kriege. Und ja, was ich da jetzt alles gemacht habe, keine Ahnung. Wir sind jetzt von, keine Ahnung, vorher hatte ich irgendwie 98 kW oder sowas, irgendwie so. Und jetzt bin ich auf 110 kW. Genau, Getriebe habe ich nochmal wieder umgeändert auf Serie, glaube ich. Und ja, jetzt will ich das einfach nochmal ausprobieren, die Meisterschaft. Ob du das was wird, weiß ich noch nicht. Ich hatte ja auch im letzten Video gesagt, dass wir wieder, ja, mit dem anderen spielen. Mit dem anderen Spiel, mit dem, also mit den Krümel wieder zusammen sein. Aber passt gerade nicht so. Aber dieses Video wird noch ohne ihn sein. Das nächste Video ohne ihn. Und dann, ja, haben wir es vielleicht geschafft, zusammen aufzunehmen. Das ist immer so ein bisschen. Und da sieht man halt dieses bisschen grob stolligeres Profil. Naja. Wie gesagt, ist besser als Slicks, gehe ich mal von aus. Ist jetzt auch kein starker oder schneller Wagen, wie man gesehen hat. Ne? 110 kW, das ist Klasse C. Also, ja, ist jetzt nicht allzu schnell und so stark, also müssen wir mal gucken. Ich weiß doch nicht, was wir sonst noch machen in dieser Folge hier. Auch das Anfang ist sehr genüsslich, sagen wir mal so, oder behutsam. Sehr gemütlich. In dieser Meisterschaft hier ist eine Vorgabe aus den 70ern, glaube ich. Ich weiß gar nicht, USA oder so. Aber aus den 70ern auf jeden Fall. Ja. Und dann hatte ich das angegeben und ja. Preis ist auch ein Ford Escort von den Hunigans, würde ich schon sagen. Also von den ja, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Bevor ich was Verkehrtes ausspreche, sage ich lieber nichts. Also die Leute, die ihre Autos aufbauen und die mit H anfangen.
glaube, ihr wisst, wo ich drauf hinaus will oder wen ich meine, eher gesagt. Und ja, jetzt versuche ich mal so ein bisschen wieder nach vorne zu kommen. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Leistung wie letztes Mal, dafür ein bisschen weniger Traktion und weniger Bremswirkung. Genau, Bremsen habe ich auch nochmal wieder zurückgeschraubt. Sind aber nicht die serienmäßigen. Und ja, jetzt gucken wir mal. Und genau, weil wir da von denen den Ford Escort gewinnen können in diesem Rennen, wenn wir, oder in dieser Meisterschaft, wenn wir halt gut sind oder ich gut bin, ja, dann habe ich gedacht, so Ford Escort ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Habe ich mir gedacht, so. Und nehmen wir mal. Aber ich weiß auch noch nicht. Sieht noch sehr schlecht gerade aus. Somit vorwärts zu kommen. Ich weiß auch nicht. Der ist halt langsam halt. Das ist halt das Problem, glaube ich. Dass der von standardmäßig, also von der Serie schon langsam ist. Ich glaube, die anderen sind alle schon serienmäßig ein bisschen schneller. Oder vielleicht auch sogar stärker. Obwohl Stärke kann ja nicht sein, aber vielleicht schneller. Weil Klasse. Ich weiß auch gar nicht, wo die Klassen hier immer so. Also wie die dir halt die Klassen ja, einstufen hier. So. Ich glaube, ich starte das hier nochmal, weil ich muss schon unter den ersten dreien kommen, weil sonst wird es ziemlich knapp. Versuchen wir mal. Ein Start machen wir noch mal immer und dann, wenn es sein muss, natürlich, ne? Ich weiß aber nicht mehr, was ich noch ändern kann. Weil alles weitere, was ich höher einbaue, das geht so mit den mit der Leistungshoch oder mit der Leistungsstufe auch, dass das gar nichts mehr bringt. Was macht der denn da? Hallo mein Freund. So. So, wir sind Achter. Jetzt ziehen wir mal in rein. Versuchen wir mal schön zu schalten hier und den nicht zu überdrehen. Boah, der blockiert uns hier oder was? Du Schweinehorn, du. Nochmal in den zweiten Gang, vielleicht geht das so besser. Weiß ich nicht. Wir probieren das einfach mal. So, wir sind schon mal Fünfter. Der Gang gehabt. Oh. Man sollte dann auch nach vorne gucken. Okay, wir sind jetzt schon mal einen Platz. Oh, weil da vorne ist nicht vorher. Komm, oh, zieh! Gib Leistung frei! Wow. Dragonflayer, Entschuldigung. Nein! Ich bin auf den Rücksprung gekommen. Das wollte ich gar nicht. Wow. Aber der driftet auch so ein bisschen. Man könnte auch einen nehmen mit Frontantrieb. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe gedacht, ich will nicht immer Frontantrieb nehmen oder Allrad oder so. Heck ist halt, finde ich halt schwerer wie Frontantrieb. So
fahren. Oh. Hallo. Weil mit Frontantrieb, ja, kann man die Kurven, auch wenn er weiter rausrutscht, halt, das ist glaube ich immer ein bisschen einfacher zu lenken und rauszubeschleunigen, als mit einem Heckantrieb, der immer dann quer geht, ne? Weil das bringt ja auch nichts, wenn er mal quer geht, weil dann hat man auch keinen Vortrieb. Ich bin einfach viel zu schnell, Alter. Wir müssen einfach in Bewegung bleiben! Das wäre doch geil, wenn wir jetzt noch Ritter wären, ey. Das ist zu langsam, ey! Boah, schade. Sein Mist, ey. Naja, Vierter. Vielleicht kriege ich ja gleich noch was. Bisschen besser. Bisschen? Ups, Entschuldigung. Ich habe hier noch, mir noch Kicks hingelegt. Aber naja. Komm, ich bin sogar schon auf C600. Also, das ist auch das, was man haben muss. Ach, der Krümel ist sogar 12. Was hat der denn gemacht? Achso, und die Bilder, die ich letztes Mal gemacht habe, die habe ich gar nicht gespeichert. Ist mir im Nachhinein aufgefallen. Okay, jetzt gehen wir dahin und da müssen wir ganz da hinten hinfahren. So, und da steht Jahrzehnt 1970er und C600 dürfen wir nur haben. Ja, warte mal, wir haben hier noch irgendwas, so eine Automeisterung. Und wir wir lassen das. Wir kriegen sowieso nichts hier. Und das ist schon Vollgas, was ich jetzt drücke hier. Aber er hat schon einen schönen Sound, also das muss man schon sagen. So, so von innen. Wie er sich langsam hochdreht, ey. Schon geil. Irgendwie hat er schon was. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Leistung, so Leistung, dass er durchdrehen will, ja, aber irgendwie dann doch nicht. Okay, weiter geht's. Da stand sogar 1973, glaube ich. Baujahr hat der. Vielleicht wäre es besser gewesen, den zu nehmen, der Baujahr neu, jünger wäre. Baujahr 77. Vielleicht hat der dann auch schon ein bisschen mehr Power. Oder andere Getriebeübersetzung oder so. Der hat auch hinten breite Reifen, ne? Junge. Vielleicht wird dieses Video ein bisschen länger, weil gleich kommt nämlich noch ein Rundkursrennen. Naja. Ist dann halt so, wie es ist, ne? So. Und Gas geben. Jetzt fahren wir von innen oder von der Stoßstange, können wir auch mal machen. Aua! Wir probieren wir das einfach mal. Das ist ja auch so ein Sprintrennen. Wow, das wäre nicht meine Chance gewesen. Ja, der Wagen wollte nicht so, wie ich wollte. Wie stark die immer sind, ey. Ich habe an der Schwierigkeit gerade an ihnen nichts geändert.
auch so ein Querfeld einrennen. Das kommt dann, glaube ich, nächste Folge. Aber da muss ich, weiß ich auch noch nicht, ob ich da den Wagen nochmal umbaue oder ob ich mir ein anderes Auto hole, weil die ziehen schon am Start so weg. Also noch schlimmer wie die hier. Ich weiß gar nicht warum. Da nicht ran, Alter. Eigentlich habe ich den Schwierigkeitsgrad nicht erhöht. Ich muss jetzt gleich mal gucken, ey. Das gibt's nicht, ey. Und stellt euch mal vor, ich habe jetzt die Leistung erhöht hier, ne? Also der geht jetzt eigentlich besser vorwärts wie vorher. Wie vorher nicht so auf Touren kam. Ey. Oh. Guten Tag. Scheiße. Guten Tag. Muss hier nochmal kreuzen. Danke. Oh. Kriegen wir nicht hin. Wir müssen jetzt unter den ersten dreien kommen, wenn nicht sogar Erster werden. Aber das schaffen wir nicht. Oder schaffe ich nicht. Wir sterben Gas und wir haben nur einen Gang, Alter. Vier Gang. Nichts passiert, ey. Fünfter, ey. Eigentlich. Ich mach dieses Rennen jetzt oder diese Meisterschaft zu Ende, aber. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie will das nicht so. Wie ich will. Schade, ne? Schade, Marmelade. Warte mal, wir gucken jetzt mal eben. Hallo. Kann ich das hier gucken, welcher Schwierigkeitsgrad das ist? Profi. Einstellungen. Schwierigkeit. Überdurchschnittlich. Durchschnittlich, überdurchschnittlich. Hm. Und ist es das, was ich auch vorher hatte? Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Achso, ich muss mir ja noch mal einen Wegpunkt setzen, ne? So, ab da rein. In das Chaos, wollte ich schon sagen. So, noch ein weiter raus. Runter, raus. So. Ich weiß gar nicht, wo am besten lang. Ich folge jetzt einfach mal den Navi. Ihr könnt ja mal sagen, ist das so okay für euch, wenn ich natürlich nicht immer gewinne. Also ich lasse das auch so, also ne. Ich kann jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Tage das noch hat. Also ich werde das jetzt nicht aus brechen oder biegen und brechen versuchen, ihr Erster zu werden, damit ich halt glaube, ja diesen Wagen da kriege. Also wenn das dann nichts wird, dann wird das halt nichts. Bei den Wagen, den kann ich sogar noch in diesen Wheelspin gewinnen, also oder ich glaube, den kriegt man auch irgendwann noch mal, also den kann man auch irgendwann noch mal gewinnen. Also von daher mache ich mir keine Sorgen und ja. Das ist auch ein Wagen, ist schön, wenn man den hat, aber ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt. Ist schon hier, meine Güte, ey. Und ich habe schon eigentlich schon im besten Gewissen getuned, so damit man die beste oder die meiste Leistung hat, obwohl man also für diese Leistungsstufe, sag ich mal so, für die Klasse
C oder Stufe C. Oh, 1,6 Kilometer. Das sieht hier mal so aus, als wenn das hier schneit. Oh, das ist weißer Sand, glaube ich, ne? Oder ist das Ruß von den... vom Vulkan? Achso, hat ja mal jemand geschrieben in den Kommentar, ich soll Hui nicht sagen, das ist kindisch. Rechts abbiegen. In 100 aber driften Metern kann der schon. So, und hier wird das jetzt lustig. In 200 Metern hier war ich gar nicht mal so spaziert. Also da war ich ziemlich weit vorne. Da war ich sogar Dritte, aber ja. Hat leider ja nichts gebracht. Du hast dein Ziel erreicht. Okay. Vielleicht hätte man sich einen Porsche nehmen sollen. Was aber doof ist, wenn man schon zu hoch ist in der Klasse C, dann kannst du ja nichts mehr machen. Kannst du ja nichts mehr tun. Also eigentlich einen, der ziemlich tief ist, aber ist auch nicht so gut. Weil das habe ich in den... bei dem Querfeld einrennen. Weil da... ja. Der oder der Wagen ist halt nicht gut genug. Oder ich muss dann da irgendwas anders tunen auch. Obwohl ich da auch schon an der Leistungs- oder an der Stufengrenze bin. Okay. Wie die alle näher kommen, obwohl ich vor auf dem Gas stehe. Zieht das an der Brust. Ja, kommst du denn her, mein kleiner Schnuckelputzi? Oh, guten Tag. Vielleicht kann ich aber auch nicht ausweichen. Wenn man immer zu schon einlenkt, dann bricht der aus, der kleine Schnuckelputzi hier. Wie der jetzt drauf kommt, keiner. Immer das siebte, ey. Also letztes Mal war ich besser. Letztes Mal war ich besser. Komm, wie das? Oh, vierter Gang ist schon Gang. Oh, von der Geschwindigkeit runtergegangen ist und beim Schalten halt, ah, Junge. So, komm, wir eng nehmen. Eng nehmen und dann wurde sie immer weiter. Komm schon wieder nicht vor, ey. Und letztes Mal war ich hier unter den ersten 5. Einmal war ich sogar unter den ersten. Oder nicht? Doch, da war ich Dritter sogar einmal. Na jetzt gar nichts hier. Kannst du in der Pfeife rauchen, alles hier. Jetzt weiß ich nur nicht, liegt es an dem Fahrer oder an dem Auto? Uiuiuiui. Oh, wie der ranfliegt, Alter, das gibt's doch gar nicht. Was machen die mit ihren Autos? Machen die da Lackgas rein oder was? Komm doch nicht mal an den sechsten ran, Alter.
Oh mein Gott, was ist hier los? Los! Kleines Auto! Gib doch Gas! Ich weiß nicht, hätte ich Gas geben können? Ich weiß es, also schalten können? Ich weiß es nicht. War mir unsicher. Weil da ja auch das Wasser kam. Wasser bremst ja ab, bekanntlich. Vielleicht weiß der eine oder andere das. So kommen wir, Alter. Das überholt er gleich noch, wa? Sag nicht, ey. Okay. Ich glaube, das war's. Sechster. Also 6 Punkte. Siebter. In der Gesamtwertung sind wir Sechster. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Voll der Hampelmann, der. Und wir stehen noch nicht mal auf dem Treppchen, ey. Was kriegen wir hier? Boah, 175.000. Dafür können wir uns ein neues Auto holen. Nein, natürlich nicht. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Oder doch? Das werden wir aber in der nächsten Folge herausfinden. Und dann würde ich sagen, sind wir oder bin ich hiermit raus? Vorbei, aus und vorbei ist das. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.